Hey, meine wundervollen und Lieben da draußen. Ich habe mir gedacht, dass ich mal einen ganz gemütlichen Sesseltag machen möchte. mal nicht mit, ja, mit meinem normalen Hintergrund, den ich sonst immer aufbaue und extra auf dem anderen Stuhl. Der hier ist einfach gerade bequemer und ich war gerade inspiriert und wollte gerne mit euch sprechen. Wie ihr wisst, geht ja in 2 Tagen die Empathen-Challenge los und ich freue mich schon riesig drauf, weil wir da echt ein paar coole Sachen machen werden. Aber eben in Vorbereitung dazu bin ich nochmal über einen Punkt gestoßen, wo ich mir dachte, das muss ich unbedingt mit euch teilen. Nämlich das Thema der Bewältigungsstrategien. Weil ich mir immer mehr auffällt, das Thema ist das eben, oder ich erkläre es vielleicht mal so. Wir werden geboren, wenn wir als Empathen quasi geboren wurden, haben wir irgendwann mal gemerkt, dass wir feinfühlig sind. Manche merken es vielleicht sogar gar nicht gleich, weil man schiebt es auf irgendwelche anderen Sachen, ja. Aber der ein oder andere von euch wird es vielleicht gemerkt haben und der andere merkt es halt eben erst später, sondern der merkt einfach nur, der ist halt ein bisschen anders, fühlt sich halt einsam, fühlt sich halt überladen immer wieder mal oder merkt, dass man so komische Stimmungsschwankungen hat oder sowas, ja. Bei mir persönlich ist mein Empathismus tatsächlich erst kurz vor 30 wahr geworden. Also deswegen sage ich ja, ne, es muss nicht jeder gleich als Kind gewusst haben, dass er oder sie feinfühlig ist, sondern aber worauf ich hinaus möchte, so oder so, ist es ja oft so, dass wir damals in einem Umfeld, also nicht viele haben das Glück oder nicht das Glück, weil ich bin ja davon überzeugt, dass es ja auch ein Stück weit etwas ist, was unsere Seelen uns sich zumindest aussuchen als Aufgabe, aber nicht jeder von uns hat ein Umfeld, ein spirituelles Umfeld, ja? Also im Sinne von ein Umfeld, wo wir lernen, richtig mit diesen ganzen energetischen Sachen umzugehen, die mit uns passieren, also was da alles so ist. Und deswegen gewöhnen wir uns Bewältigungsstrategien an. Und ich nenne es extra so, weil wir uns angewöhnen, es ist witzig, wie meine Stimme so wird, wenn ich hier eher so leger liege und nicht aufrecht sitze. Entschuldigung. Also auf jeden Fall, weil wir versuchen, damit klarzukommen, was eigentlich so mit uns passiert, weil wir das versuchen, gewöhnen wir uns Bewältigungsstrategien an. Ja? Ich nehme dich mal mit. Bei meinen Sachen, einige Sachen davon waren, zum Beispiel habe ich früher recht früh damit angefangen, tatsächlich mit Kopfhörern. Das war für mich so eine Möglichkeit. Das war damals noch, gab es noch nicht die Noise Cancellings. Ja, wir reden jetzt so richtig so mit Walkman. Dann später war es ja der Discman mit diesen komischen Kopfhörern, die es damals gab, die gar nicht so schön waren. Ja, wenn ich mir das heute anschaue, was ich heute für Noise Cancellings habe, die sind schon ziemlich heftig im Vergleich. Aber genau das war zum Beispiel eine Bewältigungsstrategie, die ich mir angewöhnt hatte. Um mich abzuschotten von den anderen, habe ich Musik hergenommen. Musik und Tagträumerei, das war eins der Dinge, die ich zum Beispiel gemacht habe. Und nur um dir mal so ein Beispiel zu nennen. So, dann ist die Zeit vergangen und irgendwann ging es mir halt nicht mehr so gut. Und irgendwann wusste ich spirituell gesehen, dass ich eben empathisch bin. Das wusste ich sogar noch, bevor ich in meinen Burnout hineingerutscht bin. Und dass das Burnout tatsächlich auch eine Überladung war von dem Ganzen, ja. Was ich schön fand, also da gab es dann verschiedene Sachen, was dann alles so gewesen ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir Menschen uns grundsätzlich immer wieder so Bewältigungsstrategien aneignen, ja. Also das ist auch so dieses Typische, wenn ich merke, ich war wieder mit zu vielen Leuten unterwegs, dann ist mein Heißhunger auf Zucker, also auf Schokolade viel größer, viel krasser, je nachdem, wo ich bin, je nachdem, was auch gerade passiert. Also ich merke gerade, wenn ich hochtransformative Phasen habe, merke ich, dann habe ich für mich als Bewältigungsstrategie, dass es mir halt einfach mal hilft, mir eine Tafel Schokolade reinzupfeifen. Ja. Das ist nicht immer gut. Ja. Ich arbeite zum Beispiel daran, das zu verändern im Sinne von, dass ich eher dann zum Joggen hingehe. Ja, dass ich lieber das tue.
Und das ist auch eine Bewältigungsstrategie. Und worauf ich hinaus möchte oder warum ich mit euch über Bewältigungsstrategien sprechen möchte, ist einfach der Aufruf, dich selbst zu beobachten. Was für Bewältigungsstrategien hast du denn entwickelt in den letzten Jahren? Ja, weil das fängt schon ganz klein an. Unterbewusst, unbewusst machen wir ganz, ganz viel und fangen an, gewisse Bewältigungsstrategien herzuholen. Und das Spannende ist, wenn du sie dir nämlich bewusst machst, für was du die benutzt, dann kannst du auch reingehen und sagen, okay, brauche ich das denn jetzt wirklich? Ja, weil, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte, aber da werde ich auch noch mal ein längeres Video dazu machen. Ich möchte nämlich dir als Empathin zeigen, dass es tatsächlich anders geht. Wir müssen nicht Opfer dieser Gabe sein. Diese Gabe ist ein Geschenk und wir können und dürfen sie nutzen. Und wir können selber entscheiden, wann und wie wir sie nutzen. Und dazu werde ich noch mal später reingehen. Aber es fängt damit an, wirklich zu gucken, auch welche Bewältigungsstrategien du hast, ja, weil der ein oder andere, also ich habe mal, das war voll spannend, ich habe jetzt in einem Buch, habe ich gelesen, so was alles so diese gängigsten Krankheiten quasi der Empathen ist, ja, ganz, ganz viel hat mit Süchten natürlich zu tun, weil wir überfressen zum Beispiel oder unterfressen oder zu viel shoppen gehen oder, also alles, alles Mögliche, ja. An Sachen, die wir quasi irgendwann mal gemacht haben oder uns angeeignet haben, damit wir uns besser fühlen. Das sind immer nur Quickfixes, also es sind nie tiefgründige Sachen, aber das ist einfach eine Strategie, die du oder deine Seele oder dein Körper und dein aktuelles Bewusstsein sich irgendwann mal angeeignet hat. Ja? Und dann gehst du vielleicht durch die Welt und sagst, hey, weißt du, ich kann nicht abnehmen, ich versuche das schon die ganze Zeit oder ich kann damit nicht aufhören, ich versuche das schon die ganze Zeit und kann das immer nicht. Und kommst aber nicht drauf, dass es eventuell deine Bewältigungsstrategie ist, um mit deinem Empathismus zurechtzukommen. Und ich sage jetzt nicht, dass du um Gottes Willen, ja, dass du sofort alles aufhören sollst. Ganz ehrlich, wir sind auch Menschen, wir wollen auch Dinge genießen können. Und ich bin da größter Fan davon, ja, man soll wirklich alles peu à peu machen. Aber, und das ist eben das, was ich dir heute eben mit ans Herz geben möchte, weshalb ich über das Thema Bewältigungsstrategien sprechen wollte, war, dass du für dich einfach mal guckst, welche dieser Bewältigungsstrategien hattest du vorher, die dir nicht gut getan hast, die du vielleicht verändert hast oder am Verändern bist oder verändern könntest. Weil dann, nämlich wenn diese Sache auftaucht, ja, die dir nicht gut tut, dann kannst du fragen, okay, warte mal, meine Bewältigungsstrategie war, mich hinzusetzen und dieses oder jenes zu machen. Eine Tafel Schokolade zu essen, eine Zigarette zu rauchen, ein Glas Wein reinzupfeifen. Ja? Und ich möchte das jetzt ändern. Und wie gesagt, ich bin immer nichts mit zu sehr unter Druck setzen, sondern mach's in deinem Flow. Erlaub dir deinen eigenen Flow. Aber beobachte dich, weil wenn du das machst, wenn du das erkennst, was du da eigentlich für Bewältigungsstrategien hast, die du vielleicht umswitchen kannst. Ich sag mal das Beispiel mit, in meinem Fall mit Schokolade. Ich habe es umgewandelt in Buttermilch und versuche so oft es geht, joggen zu gehen, weil ich wirklich merke, desto mehr ich jogge, desto weniger Impulse habe ich, mir eine Schokolade zu holen, weil es mir dann physisch, also weil es mir persönlich einfach besser geht. Und da geht es nicht ums Abnehmen, weil ich setze mich nie auf die Waage, das ist mir vollkommen egal, sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich körperlich trotzdem mich wohlfühle, ja, weil ich darf das. Ja, und wenn ich aber ständig die Energien von den anderen dazu benutze, aber um mich selbst zu kasteien zusätzlich, also negativ, dann ist das nicht wirklich gut. Ja, und es geht ja darum, dass wir jeder für sich selber reinschaut, was brauche ich denn jetzt gerade, ja? Und wenn dir das nicht gut tust, dass du damit aufhörst und was anderes vielleicht dir angewöhnst, also eine andere Bewältigungsstrategie mit reinbringst. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander. Aber das war jetzt mal der gemütliche Talk von meinem Sessel oder von meinem Arbeitsstuhl. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und für die von euch, die es noch nicht getan haben, am Donnerstag geht's los, die Empathen-Challenge www.wandel.schule. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, weil das ist eine mega, mega coole Sache. Ich habe da echt ein paar coole Sachen, viel Arbeit reingesteckt auch und freue mich, wenn ich mit dir loslegen kann. Eigentlich geht es erst am Donnerstag los, aber ich habe für morgen auch schon ein, zwei Sachen, die man sich schon mal angucken kann. Und freue mich deswegen, wenn du dich anmeldest und dabei bist. Und in diesem Sinne erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Dienstagabend und ganz, ganz liebe Grüße und viel Spaß mit deinen Bewältigungsstrategien. Ciao!